Doof über den ersten Corona-Fall im Reiserecht. Um einen Mann, der bei einem Münchner Reiseveranstalter im April 2020 eine Reise nach Japan gebucht hat und die am 1. März startete. Wenig später wurde die Reise aber sowieso unmöglich. Karlsruher Richter sollen entscheiden, ob er trotzdem Steuergebühren zahlen muss. Eigentlich sollte das Urteil heute schon fallen, aber es wurde auf den 3. August verschoben. Verbraucherschützer beklagen versteckte Preiserhöhung bei den Eigenwagen der Discounter. Alle Hits von heute. Alles, was Spaß macht. Und früh aufdrehen in Kanal 3. Schnell inspiriert. Ja, unterwegs. Bayern 3. Und kurz nach 8:30. Meldungen, die erst von der B2 aufgehört, hier ist der Telefon.